Wurde bei euch Krebs diagnostiziert? Habt ihr Angst vor dem Tod? Oh Gott, jetzt fange ich gleich an zu weinen. Ich bin hier mit Lara und Katharina. Ihr beide habt ganz jung Krebs diagnostiziert bekommen und ich wollte wissen, wie die Diagnose euer Leben verändert hat und wie ihr auf eure Zukunft blickt. Wir starten mit einer schnellen Ja-Nein-Fragerunde. Seid ihr jetzt gerade noch krebskrank? Und seit wann ist das bei dir nicht mehr so? Das ist seit dem 17. August 2022 so, dass ich offiziell als krebsfrei bzw. geheilt gelte. Habt ihr Angst vor dem Tod? Oh Gott, jetzt fange ich gleich an zu weinen. Das ist okay. Also ich dachte am Anfang eigentlich ganz sicher, dass ich sterben werde. Mhm. Irgendwie so nach der Diagnose und dem, was ich dann gelesen und von Ärzten auch gehört habe. Aber ich würde nicht sagen, dass ich noch Angst vorm Tod habe, weil also ich weiß, ich werde früh sterben, das ist nun mal einfach so. Ich weiß aber auch, wenn ich sterbe, dann werde ich nichts bereuen. Hallo! Was machen wir hier heute? Also ich bin heute hier zur Bestrahlung. Also das ist quasi mit ganz, ganz hochdosierten Röntgenstrahlen auf meinen Tumor geschossen. Mhm. Und damit wird eben versucht, dass der Tumor noch weiter kaputt geht. Mhm. Was für eine Diagnose hast du, die dich überhaupt hier hinbringt? Ja, ich habe im letzten Jahr ein Rhabdomyosarkom diagnostiziert bekommen. Das ist ein Krebs im Weichgewebe. Der sitzt bei mir in der Nähe der Blase. Und da bin ich jetzt in ongoing Behandlung. Was heißt dann so ongoing Behandlung? Bist du jeden Tag hier? Genau. Also momentan zu bestrahlen, die ist jeden Tag. Freitag bin ich sogar dann durch damit. Dann ging das ganze 6 Wochen. Und sonst halt, wenn ich Chemo bekomme, das ist jetzt momentan so alle 3 Wochen. Um 10.20 Uhr habe ich Bestrahlung. Dann müsste ich dann unten sein. Das heißt, wir müssen jetzt los wahrscheinlich. Ja, langsam. Ja. Lara, du hast eben gesagt, dass du letztes Jahr diagnostiziert wurdest. Nimm mich doch noch mal so mit in die Zeit. Was war das für ein Moment auch in deinem Leben? Ja, also ich habe 22 mein Abi gemacht und hatte dann ein wunderschönes Gap Year. Da bin ich auch total happy, dass das eigentlich so alles geklappt hat, wie ich das noch wollte. Kam dann gerade aus Budapest wieder, wo ich noch ein Praktikum gemacht hatte. Und dann eigentlich an dem Tag, wo mein Papa und mein Bruder kamen, die habe ich dann abgeholt mit dem Auto aus Budapest, fingen so die Beschwerden an. Ich hatte einfach Probleme im auf Toilette gehen. Mhm. So. Und dann irgendwann, da lief die Diagnostik zum Glück, aber schon habe ich auch ziemlich starke Schmerzen im Rücken bekommen. Das waren dann die Knochenmetastasen. Und das waren einfach, ich glaube, ja, so 5 Wochen pure Anspannung. Mhm. Also dieses Warten, ich glaube, das können fast alle, die irgendwie so eine Krankheitsgeschichte haben, relaten. Das Warten und nicht wissen, was so Sache ist, ist das Schlimmste. Gab es einen Moment, an den du dich erinnerst, wo du gemerkt hast, Scheiße, ich bin richtig krank? Ich glaube, das war erst jetzt so vor ein paar Wochen wirklich. Also ich habe dann Ende Februar die erste Chemo abgeschlossen, es sah alles super aus. Es hat richtig, richtig gut angeschlagen. Und dann kamen jetzt in den letzten Wochen irgendwie so viel schlechte Nachrichten wieder, dass ich schon gemerkt habe, boah, okay, der Krebs ist einfach so stark, der ist direkt wiedergekommen. Da muss ich echt Glück haben, dass das ja irgendwie noch sich zum Guten wendet. Was heißt das jetzt zum Beispiel für dich und dein Leben? Bei mir ist es jetzt nicht mehr so, dass ich noch geheilt werden kann, sondern das Ziel ist einfach, den Krankheitsverlauf in einen chronischen Verlauf umzuwandeln. Also man rechnet damit, dass es immer wiederkommt, aber man hofft einfach, dass man jedes Mal noch eine Therapiemöglichkeit hat. Aber es wird nicht weggehen. Mhm. So, dass ich einfach ein möglichst schmerzfreies Leben damit führen kann. Wie fühlt sich dein Körper also jetzt gerade an? Jetzt bin ich einfach sehr, sehr schnell schlapp, schlaf ziemlich viel, habe natürlich auch hier und da mal irgendwie Schmerzen, wie wir. Aber an sich, also jetzt gerade fühlt sich mein Körper ganz normal an, wenn wir hier so stehen. Wir können wieder sehen, wie wir früher einmal waren, mit dir ohne Führerschein Richtung Mittelmeer fahren. Ja, ich vergiss vieles, aber sicher nicht. Ich werfe jetzt meine Karte ein und dann wissen die, dass ich da bin. Und dann kann ich gleich in die Umkleidekabine. Ah, ja. Damit kündigst du dich quasi an. Ja, genau. Und dann sehe ich euch gleich auf der anderen Seite. Was waren eure Gedanken nach der Diagnose? Scheiße. Also irgendwie hatte ich gedacht, das trifft mich vielleicht, wenn ich älter bin. Aber jetzt, ich habe mich wie im falschen Film gefühlt. Meine Eltern waren beide bei der Diagnose oder bei dem Gespräch damit dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was auf mich zukommt. Anfangs ist ja nur die pure Überforderung. Das Leben in Berlin auf Eis legen, nach wieder zurück zu den Eltern ziehen, das erste Mal auf der Krebsstation antanzen und so mitkriegen, boah, ey, hier will ich überhaupt nicht sein. Hallo. Ja,
ist eine Einraumwohnung. Das heißt, die Roomtour ist relativ kurz gemacht. Ich bin jetzt schon verliebt, weil du hast auch einen Teddybären. Ja klar, das ist der Lars. Der war auch immer mit dabei. Ich hatte es auch immer auf der Krebsstation mit dabei. Katharina, ich beschäftige mich ja mit dem Thema Krebs für diese Folge. Ja. Inwiefern betrifft dich das Thema? Ich hatte ein Hodgkin-Lymphom. Das ist eine Form von Lymphdrüsenkrebs. Gehört also zur Kategorie Blutkrebs. In was für einer Zeit war das? Also, das war ja im März 22. Ich war in der Zeit auch in der Examensvorbereitung. Ich hatte Verspannungen, ich hatte so Ausschlag an meinem Ellenbogen und an meinen Fingern. Und ich dachte einfach, das ist eben stressbedingt. Und dann habe ich aber eines Nachts so einen Lymphknoten hier ertastet. Nun habe ich den Vorteil, dass mein Papa Arzt ist. Und dann hat er mir darauf geantwortet und meinte, warte eine Woche und dann geh mal zum Arzt. Und das habe ich dann auch gemacht. Der Arzt hat das beschallt, aber er war sich eigentlich schon recht sicher, dass es Krebs ist. Ja, dann ging die Therapie los. Wie lange warst du im Krankenhaus? Meine Chemotherapiezeit ging von Mitte März bis Mitte August. Und es waren dann meistens so 5 Tage Krankenhaus, 2 Tage zu Hause. Was hat die Chemotherapie mit deinem Körper gemacht? Das erste Zeichen war natürlich der Haarausfall. Wenn ich bürste oder wenn ich mir durch die Haare fasse, ich habe auf einmal ein Büschel Haare in meiner Hand. Und das war, glaube ich, mein erster Nervenzusammenbruch, den ich hatte. Deswegen habe ich auch relativ schnell dann eine Perücke mir besorgt. Da ist das gute Stück. Das ist, by the way, das Haar, was mir dann auch 5 Minuten später abgeschnitten wurde. Ah. Für mich sind Haare absolut nichts Selbstverständliches mehr. Auch Wimpern oder Augenbrauen nicht. Die habe ich nämlich dann kurz vor Schluss dann doch noch verloren. Und ich habe dann, als ich aus dem Krankenhaus wieder raus war, denn im Krankenhaus hatte ich irgendwie auch nicht die Lust, mich zu schminken, habe ich mir dann meine Augenbrauen aufgemalt und habe dann so ein Lipgloss mal drauf gemacht, zu wissen, wie viel Make-up auch ausmachen kann. Das habe ich so in der Zeit gelernt und das ist bis heute noch so. Und ich gehe auch später noch zu einer Kosmetikerin und wenn du willst, dann kannst du gerne mitkommen. Voll gerne, ja. Genau, und das ist die Perücke. Die habe ich 1 oder 2 Mal getragen. Ach echt? Weil ich mich zum einen so wohl mit der Glatze dann gefühlt habe. Und so eine Perücke, die ist ziemlich schwer und da schwitzt man auch sehr schnell drunter. War die teuer? Ist sowas teuer? Das wird von der Kasse übernommen. Ah ja. Was ist dann nach der Chemo passiert? Ich bin dann Anfang 23 zurück nach Berlin gezogen, auch hier in meine Wohnung. Also ich hatte erwartet, dass ich so richtig froh bin und mir denke, so jetzt startet mein neues Leben. Aber ich war eher ziemlich ausgelaugt. Was hat dir da geholfen, hier in Berlin wieder so einen neuen Alltag oder so zu finden? Kleinere Spaziergänge. So vor allem durch den Kiez erstmal, auch meinen Kiez wieder neu entdecken. Also falls du Bock hast, können wir auch noch eine kleine Runde spazieren gehen. Ihr beide habt schon in manchen Dingen einen unterschiedlichen Umgang damit und wir wollten noch mehr Stimmen von jungen Menschen mit einer Krebsdiagnose hören und das seht ihr jetzt. So, meine ersten Gedanken waren so, meine Freunde, wie erkläre ich denen das? Wie geht's mit der Schule weiter? Und tatsächlich, was wird aus meinen Haaren? Als die Ärztin mir die Diagnose gesagt hat, das war so komisch. In meinem Kopf war es so, als wäre ich gar nicht da gewesen in der Praxis. Ich war 11 Jahre alt und für mich war das Schlimmste in dem Moment, dass ich am nächsten Tag nicht zur Schule gehen konnte. Also Momente, in denen ich die Schnauze so richtig voll hatte von meiner Krankheit, gab es. Wo ich halt mitbekommen habe, hey, meine Freunde sind beim Festival, wo ich quasi jedes Jahr bin und ich kann es nicht sein. Ich sitze hier im Krankenhaus und kämpfe um mein Leben. In solchen Momenten habe ich einfach die Schnauze voll und frag mich, warum es mich treffen musste. Warum ich? Das ist das Strahlungs. 5 Minuten wird Lara jetzt ungefähr hier auf dieser Liege liegen. Geschafft. Wie fühlt sich das an, bestrahlt zu werden? Merkst du da irgendwas von? Überhaupt nicht. Also man kann da einfach liegen. Ich schlafe manchmal ein dabei. Das ist wie, wenn man geröntgt wird. Also man merkt überhaupt nichts von. Ich bin ready. Wie alt sind sonst so die anderen PatientInnen, die du hier so siehst? 70, 80, die allermeisten. Also ich habe letztens hier noch eine Frau kennengelernt. Sie hatte mich angesprochen, weil wir halt beide so jung sind. Ich glaube, ich war 31. Wie fühlt sich das an, mit Abstand so die Jüngste zu sein? Ich habe mich langsam dran gewöhnt. Du musst jetzt zu einem nächsten Termin, richtig? Was machst du? Genau, ich kriege noch ein paar Blutkonserven, weil meine Blutwerte nicht ganz so gut sind gerade. Ich gehe da einfach eben hin und wir treffen uns gerne nachher bei mir wieder. Dann können wir noch ein bisschen weiter reden. Inwieweit hat sich der Blick auf das Leben und den Tod durch die Diagnose verändert? Gibt es Dinge, die dadurch nun anders gemacht werden als vorher? Ja, weil durch diese Erkrankung so vieles nicht mehr möglich war, was ich vorher als selbstverständlich gesehen habe. An erster Stelle die Gesundheit. Ich glaube, man ist durch so eine Diagnose viel mehr in der Lage, den Tag wertzuschätzen
und die Zeit, die man hat, zu genießen. Andererseits kann ich auch sagen, dass jetzt, wo die ganze Therapiezeit jetzt schon auch gut 2 Jahre zurückliegt, es da auch langsam wieder normaler wird. Jetzt rege ich mich über einen Bad Hair Day auf, wo ich vor 2 Jahren noch gedacht habe, das Problem hätte ich gerne, ja. Katharina, wie war der Wiedereinstieg dann eigentlich so zurück in dein altes Leben hier in Berlin für dich? Ich wollte natürlich mein Examen irgendwann machen und wollte wieder so anfangen zu studieren. Aber als ich im Januar hergekommen bin, hatte ich gar nichts. Also da war der Fokus eher darauf, wieder so mit dem Alltag klarkommen, wieder damit klarkommen, dass ich mich selbst versorge, dass ich alleine wohne, dass ich nicht mehr bei meinen Eltern lebe. Hattest du in der Zeit professionelle Hilfe oder weiterhin auch noch Begleitung von Ärztinnen? Ich habe mir gleich im Januar eine Psycho-Onkologin gesucht. Mhm. Und habe mich dann einmal in der Woche mit ihr getroffen und das war sehr gut, weil da hatte ich das Gefühl, ich kann alles rauslassen. Im Vergleich zu anderen Gleichaltrigen, hattest du dann auf einmal das Gefühl, was verpasst zu haben oder so? Oh ja, absolut. Ja. Zum Beispiel ist meine beste Freundin in der Zeit schwanger geworden und hat sich vorher noch verlobt. Und diese Verlobung, das habe ich auch dann per FaceTime dann erzählt bekommen. Du willst dich ja freuen. Und gleichzeitig ist es einfach nur so ein großes Gefühl der Überforderung und auch der Trauer, weil du halt einfach das Gefühl hast, du bist nicht so ganz wirklich Teil des Lebens deiner Freunde. Wie ist das Thema Dating so für dich? Ich habe mich ein paar Mal mit verschiedenen Männern getroffen und mein Kriterium war, hätte der das geschafft, mich in der Krebstherapie zu unterstützen? Und naja, das war nicht die beste Voraussetzung, um das Datingleben zu starten. Ja. Und deswegen habe ich das dann auch irgendwann sein lassen. Habt ihr neue Leute über die Krebserkrankung kennengelernt? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe eine ganz, ganz enge Freundin schon direkt in meinem ersten stationären Aufenthalt kennengelernt. Und das war unglaublich wichtig, dass wir einander haben. Dass man einfach jemanden hat, mit dem man so in der Zeit reden kann, der was Ähnliches durchmacht und der auch so jung ist wie man selber. Ich hatte leider nicht das Glück, dass ich Gleichaltrige auf der Krebsstation kennengelernt habe und deswegen bin ich ins Internet ausgewichen. Mhm. Und ich habe ein paar Apps mir runtergeladen, wo ich dann konkret nach Gleichaltrigen mit der gleichen Krebsform suchen konnte. Sind das Apps wie Online-Dating-Plattformen? Genau, es ist wie Tinder für Krebsis. Ja. Ja. Ich habe mich auch mit einer Patientin Anfang dieses Jahres zusammengeschlossen und wir haben die Sarkom-Patientengruppe gegründet. Ich bin auch wieder mit Abstand die Jüngste und ich glaube, unser ältestes Mitglied ist an die 90 fast oder so. Ach, krass. Aber es ist einfach unser Anliegen, dass Menschen, die diese Diagnose bekommen, eine Anlaufstelle haben. Das ist auch total toll, weil du damit ja was erschaffen hast und ja, mitbegleiten kannst, was du am Anfang auch nicht hattest, nee, als genau, du 1000 Fragen hattest. Genau. Bin selbst vor kurzem dadurch. Wie erging es euch finanziell dabei? Ich hatte eigentlich das große Glück, dass ich ja noch zu Hause gewohnt habe und dem noch von meiner Mutter und auch von meinem Papa total unterstützt worden bin. Meinen Nebenjob habe ich auf Eis gelegt, so wie alles andere. Hatte aber eben auch das Glück, dass ich wieder bei meinen Eltern eingezogen bin. Finanzen ist ja ein Riesenthema, wo die Unterstützung super wichtig ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das so ganz viel Papierkram ist. Es ist unglaublich viel Papierkram. Was kriegt man denn da so? Oh, alles. Also es sind einerseits Rechnungen aus dem Krankenhaus, über Krankenhausaufenthalte, über Medikamente. Dann sind das natürlich irgendwelche Anträge. Das ist dann in so einem Zustand auch irgendwie aufwendig. Das war für mich so unnormal schwer zum Teil, die Sachen auszufüllen. Ich weiß noch, direkt nach meiner Hirntumor-OP, ich kam nach Hause und hatte Sachen auszufüllen. Meine Schule war halt auch total unterstützend. Die haben so gut wie eigentlich alles für mich möglich gemacht, damit ich ja online über so einen Avatar am Unterricht teilnehmen konnte. Einen Nachteilsausgleich hatte ich. Ich konnte mein Abitur machen. Vor meiner Diagnose im Januar habe ich einen neuen Job angefangen und habe da halt dann quasi direkt bei Krankheitsdiagnose gesagt, hier folgendermaßen, ich werde für das ganze Jahr ausfallen. Ich weiß, ich bin in der Probezeit. Vermutlich verliere ich meinen Job einfach sofort. Und da haben halt dann der Arbeitgeber gesagt, nee, dich behalten wir bei, weil du hast in den Monaten einen guten Eindruck gemacht und wegen so einer Krankheit gehen wir dich nicht auf. Hello again. Na du, wie geht's dir? Ja, ich habe eben ein Buch bekommen, jetzt bin ich wieder ganz energiegeladen. Ich glaube, wir können am besten in mein Ist das dein Zimmer? Ja, genau. Oh, so gemütlich. Wie ist das für dich, so noch zu Hause zu leben, während vielleicht andere von deinen Friends bestimmt schon ausgezogen sind? Ja, ich denke da schon manchmal drüber nach. Gerade wenn Mama und ich sehr viel Zeit miteinander verbringen, dass ich dann vielleicht auch gern so meine eigenen 4 Wände hätte. Aber es ist gerade einfach nicht möglich. Du hattest ja auch vor deiner Diagnose erstmal andere Pläne, ne? Was wären die gewesen? Also ich wollte dann eigentlich zum Oktober hin, also ich habe die Diagnose Ende Juli bekommen und dann im Oktober anfangen, in Freiburg Jura zu studieren. Ja, und dann würde ich jetzt wahrscheinlich im zweiten, fast dritten Semester
Ja, als Jurastudent. Du bist ja irgendwie so ein Strahlemensch. Ich kann mir vorstellen, dass gerade du so eine bist, der so gesagt wird, so, boah, du bist so positiv und du bist so inspirierend. Wie fühlt sich das an? Also klar höre ich dann viel dieses, oh, du bist so positiv und ich könnte das nicht. Und klar könntest du das, wenn du in der Situation bist. Also du hast ja eh keine Möglichkeit so. Manchmal bröckelt das natürlich auch, aber ich kann das oder ich zeige das wenig vor anderen. Das tut mir nicht gut, wenn ich noch sehe, die anderen leiden auch noch zusätzlich. Und natürlich besonders bei meinen Eltern, wenn die noch sehen würden, wie schlecht es mir manchmal geht, dann würden die ja noch mehr leiden und würden dann wahrscheinlich noch mitweinen. Und das würde mich einfach nur nerven. Also dieses Mitleid ist manchmal echt anstrengend, ja. Wenn du dann jetzt gerade mal so dunkle Gedanken hast, was machst du dann? Also mir tut's dann total gut, doch einfach mal zu weinen. Einfach mal ins Bett zu legen und loszuheulen. Irgendwie habe ich da gar nicht so eine spezielle Methodik. Ich treffe mich dann mit Anna wahrscheinlich. Und dann muss ich auch schon gar nicht mehr weinen, wenn ich sie sehe. Und dann reden wir da auch viel drüber. Anna, das ist die Freundin, die eh irgendwann jeden Moment klingelt. Und dann backen wir, ne? Ja. Welche Unterstützung wünscht ihr euch von Freundinnen und Familie? Was mir wichtig ist, ist, dass ich immer wieder so Safe Space habe, wo ich offen reden kann. Und vor allem auch Menschen, die mir halt nicht meine Gefühle absprechen. Da gab es häufig Situationen, wo Menschen mich entweder zwar gefragt haben, wie geht's dir? Und ich dann halt gesagt habe, naja, irgendwie, gar nicht mal so toll, wie ich das gedacht hätte. Und dann kam gleich dieses Ja, aber. So dieses, aber es ist doch toll, dass du jetzt nicht mehr Chemotherapie brauchst. Doch toll, dass du jetzt geheilt bist. Ja klar, in der Theorie klingt das toll. Ich fühle mich trotzdem nicht so. Habt ihr Menschen in eurem Umfeld, die an Krebs erkrankt sind? Dann schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr diese unterstützt. Welche Unterstützung ist dir so von Freundinnen oder auch anderen Menschen wichtig? Also gerade am Anfang einfach da zu sein und wenn man dann gebraucht wird, auf Abruf einfach ja, bei einem zu sein, einem zur Seite zu stehen. Haben sich denn auch Beziehungen oder Freundschaften verändert jetzt durch die letzten Monate? Ja, also ich merke das gerade jetzt, wo sich das alles doch länger zieht als ursprünglich gedacht, dass einige Freundinnen vielleicht das Interesse so ein bisschen verlieren. Am Anfang war das natürlich so, oh Gott, sie hat Krebs, sie ist krank und das war ja für alle was Neues und dann irgendwie auch ganz schön aufregend. Oh, ich glaube, jetzt ist Anna wahrscheinlich. Anna da. Komm rein, schön, dass du da bist. Was ist euer Plan jetzt, beziehungsweise was machen wir? Erdbeer-Crumble. Genau. Geil. Ich glaube, als erstes einfach Erdbeerschalen. Sollen wir schon mal die Zutaten für Crumble abwiegen? Was sind so eure Lieblingsunternehmungen zusammen? Also wir backen tatsächlich echt gerne. Ja. Wir fahren auch gerne zusammen in Urlaube. Also wir mussten jetzt gerade einen Madeira-Urlaub absagen, weil ich halt dann doch Bestrahlung noch bekommen habe. Wie doll würdet ihr sagen, unterscheidet sich euer Leben voneinander? Gerade wenn es jetzt so um Planung und so geht, natürlich komplett. Ja. Also das ja. Also ich habe tatsächlich mein Studium noch mal ein Jahr auf Eis gelegt. Ich wäre eigentlich nach Bielefeld gegangen, wollte ich dann irgendwie doch nicht mehr. Und dann durch die Diagnose habe ich dann auch irgendwie die Liebe zur Medizin entdeckt und habe mich dann irgendwie jetzt dafür beworben. Ja, und dann gehen wir wahrscheinlich dann erstmal so das erste Mal wirklich getrennte Wege. Ja. Uns beiden, glaube ich, auch jetzt schon die Distanz irgendwie wehtut. Ja. Anna, was schätzt du an Lara? Ich hatte selbst Anfang dieses Jahres auch so meine einzelnen Problemchen. Und obwohl es Lara so schlecht ging und obwohl sie so viel durchmachen musste, hat sie trotzdem immer gefragt, Anna, wie geht's dir? Und hatte auch immer Zeit für mich. Also selbst wenn sie dann sagt, ich komme jetzt direkt nach dem Arzttermin zu dir, obwohl es mir eigentlich gar nicht gut geht, war sie immer da. Hallo. Hallo, ich bin Maria. Ich bin Anne. Hallo, Anna. Guten Appetit. Guten. Wie wichtig sind euch so Momente wie jetzt? Ich finde das schön. So ein bisschen Family, ja. Was genießt ihr beide an der gemeinsamen Zeit mit Lara? Ich genieße es schon, wenn sie so vor mir sitzt, gut aussieht, ein bisschen rosig ist. Und jetzt in dem Moment zu wissen, dass es ihr gut geht und dass es ihr vielleicht auch noch morgen gut geht, dass die Therapien gut anschlagen, das wünsche ich mir dann in solchen Momenten immer sehr, dass es so bleibt. Für mich sind die schönsten Erinnerungen eigentlich, wenn man sieht, dass Lara gerade gar nicht über die Krankheit nachdenkt. Also so einfach irgendwie gelassen auf der Wiese liegt und wir reden über den neuesten Gossip, den da irgendwie wieder unsere Freunde fabriziert haben oder wir sind auf dem Kiez und Lara tanzt mal wieder ein bisschen zu verrückt. Also ganz viel einfach so Alltagssituationen, wo man merkt, Lara ist gerade wirklich glücklich. Es ist super wichtig, dass zum Beispiel Anna und ich auch wirklich einfach stundenlang über den gleichen Gossip reden können und es nicht einmal irgendwie um Krebs geht oder so, weil das ist einfach Normalität. Und das ist auch einfach Jugend so. Also
Nee, das ist total wichtig. Wie habt ihr eure Hobbys, Freizeitinteressen weitergeführt? Habt ihr während eurer Krebserkrankung neue Interessen, Hobbys entwickelt? Als Hobbys war ich im Fitnessstudio und habe dort Sport gemacht. Das konnte ich natürlich erstmal gar nicht machen. Ich habe auch Ballett getanzt, auch das ging nicht. Was ich in der Zeit dann aber angefangen habe, war Tagebuch zu führen. Ich habe eigentlich sehr, sehr lange Geige gespielt. Will das auch nach wie vor eigentlich immer wieder anfangen. Und ansonsten habe ich auch, wie du, angefangen, Tagebuch zu schreiben. Ja, dieses ganze Gedankenchaos mal auf Papier zu bringen, ne? Genau. Und so ein bisschen zu ordnen. Eine neue Leidenschaft, die du ja dann für dich entdeckt hast, war ja Make-up. Und wir beide sind ja zusammen zu einem Schminkworkshop gegangen. Das seht ihr nämlich jetzt. Ich bin Hannah. Maria, hallo. Wie bist du dann dazu gekommen, dich noch mal mehr mit Make-up zu beschäftigen? Das hat angefangen in der Therapiezeit, weil ich von einer anderen Patientin gehört habe, dass es so kostenlose Schminkseminare gibt. Und dann habe ich mich da angemeldet, weil ich das natürlich großartig fand, weil irgendwas außerhalb meiner Therapiezeit irgendwie im Terminplan zu haben. Fangt ruhig mit der Basisfarbe an, also mit dem hellsten Farbton. Welche Rolle spielt denn jetzt Make-up heute bzw. nach der Behandlung für dich? Also für mich war das auch ein Zeichen von, naja, ich habe es geschafft, weil meine Wimpern und meine Augenbrauen sind jetzt wieder da. Sie fallen nicht mehr aus. Und ich habe das viel mehr wertzuschätzen gewusst. Ich meine, wir alle denken, das ist normal, Wimpern und Augenbrauen zu haben. Für mich ist das nicht mehr. Ja. Und deswegen zelebriere ich das auch richtig, wenn ich mich also schminke und mir meine Wimpern und meine Augenbrauen zurechtmache. Die Farben sind sehr schön ausgeblendet bei dir, Katharina. Maria hat das auch schon sehr schön. Ich habe irgendwas nicht auf die Reihe bekommen, aber bei dir sieht das wirklich sehr gut aus. Gab es auch was sich durch deine Krankheit verändert hat, was Positives ist in deinem Leben? Ich traue mich viel mehr, neue Sachen auszuprobieren. Zum Beispiel jetzt hier einfach so ein Schminkseminar zu machen, das hätte ich vorher nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, ja, aber was ist, wenn das total in die Hose geht? Was ich mir für die Zukunft wünsche, dass Krebs natürlich heilbar wird für jeden. Ich habe tatsächlich während meiner Chemotherapie sogar eine Bucketlist erstellt, zu welchen Reisezielen ich gerne mal möchte, was ich gerne erleben möchte. Dass ich zum Beispiel mit dem Motorrad über die Alpen fahren oder mir ein Auto kaufen. Ich möchte auf jeden Fall, wenn ich wieder gesund bin, eine Kreuzfahrt machen. Jeder Tag soll für mich der schönste Tag sein, den ich daraus machen konnte. Wenn ich abends im Bett liege, möchte ich glücklich sein mit dem, was ich gemacht habe. Was wird so in näherer Zukunft bei euch passieren? Nächste Woche kriege ich wieder Chemotherapie. Bin erstmal wieder ein paar Tage ausgenockt und habe dann wahrscheinlich so eine Woche, eineinhalb mit den Nebenwirkungen zu kämpfen. Und sonst hoffe ich, dass ich bald mal meinen Führerschein endlich fertig machen kann. Vielleicht kann ich noch mal in Urlaub fahren diesen Sommer. Das wäre ganz schön. Ich würde so gerne mal wieder im Meer schwimmen. Bei mir steht nächste Woche die Nachsorge an. Da bin ich ein bisschen aufgeregt. Weiß aber, dass es mir danach wieder besser gehen wird, wenn es halt heißt, es ist alles gut. Mhm. Ansonsten, mein Sommer besteht darin, für mein Staatsexamen zu büffeln. Inwiefern hat die Krebserkrankung verändert, wie ihr in die Zukunft blickt? Bei mir ist es aufgrund der Krankheit einfach nicht mehr möglich, so weit in die Zukunft zu blicken. Ich plane eigentlich gar nicht mehr. Und wenn ich dann einen total guten Tag habe und die Sonne scheint gerade, dann fahre ich vielleicht mit einer Freundin ans Meer und dann genieße ich den Tag total. Ja. Und bei dir? Dem kann ich mich anschließen. Ja, also ich mache auch keine großen Pläne mehr, sondern ich gucke einfach, was so in naher Zukunft realistisch ist. Gibt es irgendwas, was euch zum Thema Jungsein und Krebs haben jetzt noch wichtig ist? Was ich vielleicht noch so anstoßen möchte, weil es mir wahrscheinlich das ein oder andere Mal das Leben gerettet hat, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann geht bitte Blut spenden. Das kann Leben retten. Registriert euch für Stammzellenspende, unglaublich wichtig. Und natürlich achtet auf euren Körper. Aber lebt doch einfach euer Leben und habt einfach Spaß. Ich danke euch vielmals, dass wir euch durch den Tag begleiten durften. Dankeschön. Danke sehr. Ja, macht's sehr gut. Gern. Tschüss. Ciao. Jetzt solltet ihr auf jeden Fall noch diesen Kanal abonnieren und schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr in eurem Umfeld eine Person, die an Krebs erkrankt ist, habt und was ihr tut, um sie zu unterstützen. Hier werden wir noch ein weiteres Video verlinken von Follow Me Reports. Da hat nämlich Robin PflegerInnen durch den Alltag begleitet. Und außerdem ein Video von True Doku. Evelyn erzählt da ihre Geschichte mit Blutkrebs.